Ich wollte erstmal, mein Name ist Liam, ich bin Student, ich bin hier in Solidarität mit den Kolleginnen vom Werk bei Borschberg am Laim. Es kann nicht sein, dass wir mitten einer Krise noch eine solche Schließung hinnehmen sollen. Es kann nicht sein, liebe Freundinnen und Freunde. Auch an alle, die hier einfach nur da sind und dachten, sie gehen heute einkaufen. Was gerade passiert beim Werk, am Werk am Laim, das kann so nicht weitergehen. Wir können nicht in dieser Situation annehmen, dass über 250 Menschen ihren Werk verlieren, weil ein Drecksgeschäftsführung sagt, dass E-Autos die Lösung für die Klimakrise ist. Das kann nicht sein, liebe Freundinnen und Freunde. Ja. Die Kolleginnen fordern die Umstellung der Produktion auf klimagerechte Produkte. Was ist das für eine tausendmal bessere Lösung als diese Kack-E-Autos? Die ganze Stadt ist voll mit IAA. Und was wir sehen, ist das, was sie fordern. Das bedeutet Schließung. Das bedeutet der Verlust von über 200 Arbeitsplätzen. Liebe Freundinnen und Freunde, allerletztens, die Geschäftsführung, sie weiß schon, was sie vorhat. Sie möchte diesen Werk schließen. Deswegen müssen alle Beschäftigten und alle, die sich damit solidarisieren, diesen Kampf ebenfalls vorbereiten. Wir können es nicht hinnehmen, dass dieser Werk geschlossen wird. Wir müssen einen Kampfplan erstellen. Wir müssen Solidarität bei den Bahnbeschäftigten suchen, die gerade auch gegen die Inflation kämpfen, für bessere Löhne jetzt. Wir können in Einheit dieses Werk bewahren und die Produktion umstellen. Also deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, am Montag gehen wir auch zur GDL, zum Streik der GDL, um zu besuchen, Solidarität zu zeigen. Der Kampf kommt voran, liebe Freundinnen und Freunde. Die Schließung werden wir stoppen. Und die Umstellung der Produktion wird tatsächlich erfolgen. Vielen Dank.